Haben die das im Raum? Nee, haben sie nicht. Okay, warte mal. Da müssen wir die so hinstellen, dass wir zumindest die Greif einmal mitbekommen. Genau. Das ist blöd. Also, die stehen normalerweise nicht außen. Ich mach das nur mal gerne so zum Testen. Und da wir sowieso gerade nur testen, machen wir das mal eben so. Ich hab nicht mehr genug, lol. Aber ist egal. Null. Wir brauchen aber trotzdem mal eben schnell so ein paar mehr Effektverteiler. Wie viel Output von den roten hätten wir denn? Pro Minute, bitte. Das geht schon an die 200 ran, das ist schön. Denn da möchten wir irgendwo hin. Oder irgendwie hin, besser gesagt. Und hier wäre das cool, wenn wir sogar relativ exakt dahin kommen würden. Das passt auf jeden Fall schon mal nicht zusammen, das sehen wir schon. Ich denke, wir brauchen noch eine Maschine mehr für den roten Quatsch. Und dann haben wir wahrscheinlich viel zu viel. Ja. Das ist nämlich die Sache. Eventuell müssen wir halt doch gucken, dass wir den aufteilen, diesen Strang hier. Aber wie schon angesprochen, ich möchte schon relativ exakt auf die 200 kommen, damit das hier einigermaßen ausgeglichen ist. Was wir machen können, wir können den Kram hier trennen und vielleicht etwas weiter oben mit ein bisschen Abstand wieder ansetzen. Dann nehmen wir mal hier diese Effektverteiler raus. 250. Zwei. Das ist halt strange, warte mal. Aha, 195,3. Okay, wait. Wir können das raustunneln. Wahrscheinlich wieder zu viel, oder? Also mit 205 kann ich leben. Ja. Könnte ich tatsächlich mitleben. Wir haben sogar einen Block Abstand normalerweise noch hier. Das ist gerade nur wegen den Umspannwerken. Genau, nächste Frage ist jetzt halt. Haben wir zu wenig. Die Frage ist, brauchen wir überhaupt so viele für die grünen Pakete? Das ist der springende Punkt, weil die würden ja dann hier irgendwo wieder folgen. Wir machen das erstmal mit zwei Maschinen. Wobei, ja, doch, könnte klappen, mal sehen. Generell müssen wir auf 3,430 kommen. Pi mal Daumen. Sagen wir 3,4. Aber wie wir hier sehen, haben wir einen Plus an Förderbändern und Greifarm. Die Frage ist natürlich, wie lange bleibt das so? Wahrscheinlich nicht lange. Ja, zur Not müssen wir halt einfach noch eine Maschine mehr dazusetzen. Mal gucken. Das wäre schon praktisch, wenn wir die roten und grünen einfach kombinieren können. Weil nur die roten alleine auf einer Spur, das ist Platzverschwendung. Zwei, fünf, sechs, sieben. Ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn wir einen Minus bei den Zahnrädern haben. Solange wir Plus haben bei den Dingern, ist es okay, denke ich. Der ist auch noch mit drin. Stimmt. Ja, Moment. Oh, kein Strom. Acht. Also hier, ja, hier müsste eigentlich sogar eine Maschine mehr hin, weil das allein das Verhältnis von denen ja schon vorgibt, mehr oder weniger. 3850 ist ein bisschen viel. Oh, eigentlich wollte ich den weghaben.
3267. Das kommt der Sache schon sehr nah. Eventuell machen wir das hier mit einem Modul. Vielleicht. Too much. Sieht auch doof aus, aber ist egal. So ein leichter Überschuss wäre schon geil. Also jetzt bin ich echt wählerisch. Wir müssten vielleicht... Die sind das Problem, diese beiden. Das bedeutet, wir schieben den Kram so weit hoch. Das eben... Ah nee, das ist blöd. Das ist ganz blöd. Warte, warte, warte. Wenn dann so. Nee, dass die einfach nicht mehr in diesem Effektbereich drin sind. Die hier ja. Ja. Genau. Das geht in die richtige Richtung, denke ich. Mal gucken, wie viel wir hier noch rausholen können mit den Kollegen. Oh. Oh, 213. Okay. Not bad. Kann jetzt übrigens ein bisschen länger dauern. 204,8. So machen wir das. Okay. Genau so lassen wir das stehen. Ja, jetzt müssen wir halt noch ein bisschen rumfummeln hier, ne? Das muss sowieso wieder eingepackt werden. Also zumindest die eine Seite. Und hier haben wir gesagt, hier ist Eisen, also nur Eisen drauf auf der einen Seite. Auf der linken Seite, ne? Genau. Damit die Zahnräder hier auf der rechten Seite laufen können. Gut, also Eisen links. Dann brauchen wir jetzt die Schaltkreise. Oh ja, warte mal. Die Zahnräder können wir weiterlaufen lassen. Ob da hinten jetzt Eisen liegt, völlig Wayne. Ja, interessiert keine Sau. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber können wir mit hinlegen. Wir haben auf jeden Fall die Zahnräder da. Genau. Das heißt, wir haben jetzt hier, oder bräuchten hier Schaltkreise und Kupfer. Und der Rest ist ein Selbstläufer. Ja. Genau. Die brauchen ja nichts weiter. Die hammern sich alles darüber, genau. Die genauso. Ich denke, das geht. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Wir haben jetzt hier einen Output, also zwei, die wir brauchen. Daher würde ich mal sagen, wir tunneln hier mal so ein bisschen rum. Und zwar bis da. Nee, bis da, genau. Ja, das ist wieder so ein Ding, ne? Das ist ja nur für die Schaltkreise tatsächlich, okay? Wir könnten noch schieben. Zur Not. Oder wir machen es einfach wie sonst auch. Würde aber nicht funktionieren, weil dazu müssen wir es wieder so rumbauen. So, genau. Ja, da hätten wir nämlich hier unsere Dinge. Ah, so einfach ist es nicht. Wir müssten den hier tatsächlich anders bauen, weil
Wie kriegen wir den gedreht? Warte mal. Das ist gerade die Sache. Wir müssen ja gucken, dass das eine Ding auf der... Ja, so. Ja, ist okay. Manchmal sind die Sachen so einfach, dass man sie nicht sieht. Genau, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Greifarme, auf der anderen Seite die Förderbänder. Okay. Ach ja, dann sind wir fertig. So, dann noch ein Output. Wie gesagt, so Tunneldinge, falls wir noch ein Umspannwerk brauchen, machen wir gleich. Hier brauchen wir übrigens auch noch ein Output, fällt mir gerade auf. Aber das ist hier genau dasselbe Spiel eigentlich. Wir tunneln den hier darüber. Genau. Und hier ist es eigentlich total egal. Nee, ist es nicht. Jo, upsie. Selbes Problem wie eben. Weil ich es jedes Mal vertausche, ne? Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht warum. So, so ist richtig rum. Dieser Input hier, der endet ja. Dann machen wir das so. Genau, der kommt da raus. Und geht damit drauf. Damit haben wir hier rote Pakete rumfliegen. Können den Quatsch hier reintunneln. Und warte mal, da ist der Output. Der schmeißt es auf die rechte Seite vom Förderband. Dann werden hier die roten mit drauf. Und schon hätten wir beide Forschungspakete am Ende auf einem Förderband. Huh, okay. Man kann sich die Sache sogar mit Rot und Grün schwierig machen. Das wird noch viel schlimmer gleich. Gut. Nächste Sache. Die Beacons müssen wieder hin und wir müssen in irgendeiner Weise, für Strom sorgen. Aber auch stromtechnisch sollte das machbar sein, weil wir haben überall Platz, um Umspannwerke reinzuschmeißen. Ja, da haben wir schon mal den ganzen oberen Bereich safe. Check. Wir nehmen die mal kurz weg, dann sehen wir das gleich. Beziehungsweise, nee, den lassen wir eben kurz da, damit wir hier die Verbindung haben. Genau. Ja, oben passt. Das nächste Ding wäre dann hier unten. Da können wir aber auch... Na, keine Verbindung leider. Das können wir aber regeln. Mit dem nicht, ne? Doch. Und dann bräuchten wir nur noch hier irgendwas. Das können wir aber auch mittig hinstellen. Easy. Hier ist sogar noch voll viel Platz drin, ey. Krass. Könnte man sogar noch was sparen, aber ich denke, wir lassen das. Wir könnten hier sogar... Nee. Ich denke, wir lassen das. Gut, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Haben wir irgendwas verpeilt wieder? Nö, 205,8 und 204,8. Ich denke, da sind wir ganz gut dabei. Ich mache davon mal einen Blueprint. Achso, lol. Denn ich würde das vielleicht lieber hier in die Ecke stellen, dann ist es weg. Und auch hier ist übrigens noch fragwürdig, ob wir überhaupt die Roboports behalten. Denn das wird sportlich, hier alle reinzukriegen, glaube ich. Da müssen wir echt mal gucken. Aber naja, irgendwie wird's schon gehen. So, den Quatsch hier können wir entfernen.
Und um ehrlich zu sein, können wir den Kram sogar schon anschließen. Ja. Sofern hier mal die restlichen Materialien rankommen, das wäre super. Und eventuell könnten wir hier noch ein paar Sachen loswerden. Ja. Weil hier nämlich kein Baubereich mehr ist von den Roboports, aber das kriegen wir hin. Genau. Und an sich müssten wir jetzt nur noch Steine und ein paar Labore organisieren. 10 Stück, sagt er, ne? Ja. Auch das bekommen wir hin. Man kommt hier irgendwie nur sehr schwer wieder raus, habe ich das Gefühl. Auch mit Squeak Crew. Naja, egal. Genau, hier haben wir noch Platz, um die Forschungslane hochzuziehen vom Raketensilo. Und von oben haben wir genügend Platz, um hier eine Verteilung zu bauen. Okay, easy. Voll gut. Glaube ich. Wir werden das sehen. Irgendwann haben wir das Ding hoffentlich voll. Wir haben leider noch keine Tunnel bekommen, aber die sind sowieso gerade wieder Mangelware, oder? Ja. Ja, passt schon. Genau, den Kram haben wir. Förderbänder haben wir genügend. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Kram schon mal anschließen. So, jetzt haben wir gesagt, wir packen das Eisen hier auf die linke Seite. Genau, und hier für die Zahnräder und so. Richtig. Also dieser Kupfer und Schaltkreise, ne? Ja. Okay, check. Wir können das auch einigermaßen zusammen hier hochführen. Oh. Zum Glück haben wir Tunnel nicht. Ah, vielleicht kommen da noch ein paar. So nach und nach zumindest. So, dann haben wir hier die Schaltkreise. Ja, und Kupfer können wir direkt von hier organisieren. Und das ist ja easy dann. Genau, wird eh nur hier gebraucht, aber egal, geht halt durch. Weil Kupfer brauchen wir hier hinten ja auch. Genau. Und sobald wir jetzt Eisen anschließen, sollte der ganze Laden an sich erstmal rollen. Na gut, lassen wir uns überraschen, ob wir das hier richtig gemacht haben. Oh oh. Ja gut, da die Lanes ja schmaler werden. Aber damit gar nicht so die Probleme hier. Wir müssen halt gucken. Der ist schon geteilt, ne? Ja. Nein. Jetzt. Schön blöd, ey. Gut. Das heißt aber auch, wir können hier problemlos eine ganze Lane mit runternehmen. Das passt schon. Verbraucht wird ja sowieso nicht so viel. Käffchen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Oh nee, das sollte eigentlich klappen hier. Ja. Die Frage ist, kommt da genug Zeug an? Aha.
Warte mal, wie viel Eisen wird hier verheizt? Oh fuck. Das ist nicht gut. Kriegen wir aber trotzdem hin. Wir müssten eigentlich die beiden hier eisentechnisch trennen. Die müssen wir gar nicht. Ja, weil die gar nicht so viel verbrauchen jetzt. Aber das ist halt die Frage. Also wenn die hier durchlaufen, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Wir müssten die beiden hier trennen vom restlichen Kram. Genau, weil hier geht eine Lane durch tatsächlich. Also wenn sie durcharbeiten. Das ist krass. Das sind nur die vier hier, ne? Ja. Warte, Moment mal. Die Frage ist halt, brauchen wir wirklich so viel? Weil wir brauchen nämlich nur einen minimalen Anteil von diesen Förderbändern und Greifarmen. Das hier wäre möglich. Aber wir haben einen Überschuss von knapp, sagen wir, 80%. Also, doof geschissen. Gut, passt. Sehr schön. Wollte schon gerade sagen, irgendwie haut nicht hin. Nee, das ist Quatsch. Können wir noch Labore raushauen hier? Ja. Hinten fehlen auch noch welche. Aber die sollten jetzt alle da sein. Genau, okay. Ja, das heißt, hier fehlen nur noch die Tunnel und ein wenig Beton. Ich würde mal eben was Einfaches zwischendurch machen. Wir holen mal eben schnell Beton. Weil wir könnten es auch anfordern über Logistik, aber nee. Man kann auch mal ein bisschen rumlatschen hier, warum auch nicht. Aber dann haben wir zumindest mal die Ecke da hinten einigermaßen fertig. Und ja, dann machen wir gleich weiter mit den... Ja, machen wir die militärischen auch, klar. Ich habe mir nicht gemerkt, wie viele wir brauchen. Oder wie viel wir brauchen, besser gesagt. Aber wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Den Rest können wir ja zur Not in den Abfallplatz schmeißen. Das passt dann. Ja, Urantreibstoff ist voll. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Und ich sag mal so, Züge sind ja an sich auch noch nicht stehen geblieben, also passt das, glaube ich. War wohl nicht genug. Wie viel ist denn das hier noch? Oh, okay. Ja, lassen wir das. Ist Kleinkram. Er hat wieder seinen Spaß hier unten. Ja, immer dieselbe Ecke. Ist okay. Gut, dann würde ich sagen, wir kümmern uns um die militärischen Pakete. Auch da fangen wir jetzt erstmal stumpf hier in der Mitte an. Wir wollen haben auch wieder 200, obwohl wir sie nicht immer brauchen. Und die brauchen ja an sich auch nicht viel. Nee. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dann eine Fabrik haben für die normalen... Wir können uns das mal eben ausrechnen lassen. Warte mal. Warte. Warum machen wir denn so viel Stress darum? Warte. Wir wollen haben die Kollegen. Und zwar 200 pro Minute. Genau, die Nummer hier interessiert nicht. Geht nur um die Productivity-Module. Der Rest ist irrelevant. Genau, hier sind auch nur Speed-Module möglich. Genau. Jo. Eine Maschine für Mauern, okay, check. Eine dafür. Und drei für die Granaten. Im Grunde genommen brauchen wir die Beacons nachher wirklich nur für die Kollegen hier.
Genau. Das kriegen wir bestimmt auf Zoom-Maschinen gedrückt. Klar. Das sollte machbar sein. Und wenn nicht, nehmen wir 3. Ist ja völlig Wayne. Okay, wir testen das mal. Grundmaterialien ist relativ einfach. Stein, Eisen, Kupfer, Stahl. Mehr ist es nicht. Und von allen sogar so wenig, dass wir die aufteilen können. Ja, voll gut. Gut, gut, gut. Dann packen wir jetzt hier erstmal die Geschichten rein. Und so blöd wie es ausschaut, ich würde erstmal das Ende der ganzen Geschichte fertig machen. Um mal zu gucken, wie das hier läuft. Mal sehen. Oh. Ja. Okay. Gut, dann bräuchten wir ein paar Umspannwerke, wie gehabt. Das ist schon fast gut. 184,8. Okay. Das wäre so die Idee, wo ich sagen würde, wir packen da noch einen hin und da noch einen hin. Exakt. Dann sind wir, also nicht exakt, aber wir sind genau auf demselben Niveau wie bei den roten Paketen. Okay, läuft. Ja, dann lassen wir das mal so stehen. Jetzt brauchen wir nicht nur noch den Vorbau dafür. Also die entsprechenden Munitionsdinge. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Maschine. Die muss da eigentlich gar nicht mit rein. Die nee, muss er nicht. Wir brauchen für die Maschinen keine Beacons. Null. Ist egal. Also wir brauchen eine Maschine für das Zeug. Dann brauchen wir eine Maschine, die das hier macht. Da können wir auch mit einem direkten Übertrag arbeiten. Spart nochmal ein bisschen Platz. Und wir brauchen 3 Maschinen, die die Granaten herstellen. Oder wir reduzieren es auf 2 mit einem Beacon. Ah ne, komm. Wir kriegen das auch mit einer Maschine hin. Warte mal. Wobei das knapp wird. Warte mal. In dem Fall wäre es vielleicht schlau, die Granaten hier oben zu produzieren. Weil da haben wir die meiste Abdeckung mit den Beacons. Ja, wir brauchen 71,429 Granaten pro Minute. Das ist noch easy. Ja, okay, warte mal. Ach so, Moment mal, wir haben die noch vergessen. Stimmt, weil die anderen gehen nicht rein, richtig? Richtig. Wie dumm von mir. Ach so, halt. Jetzt haben wir schon Überschuss. Aber nicht viel. Doch, warte mal, das ist pro Sekunde. Oha. Na, nee, das ist okay. Ist voll in Ordnung. Ich denke, das machen wir so. Ja, dann haben wir hier ordentlich Granatengedöns. Wir müssen nur gucken, dass wir halt hier Kohle und Eisen durchbekommen. Sollte aber gehen. Ja, jetzt brauchen wir noch die Munition und die Mauern. Die Mauern machen wir, glaube ich, ganz unten. Weil da brauchen wir erstmal noch die... Warte mal, nee, brauchen wir gar nicht. Wir haben doch schon Ziegelsteine auf dem Bus liegen. Ha. Ja, okay.